Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar heute nicht alleine, sondern wie ihr hier schon seht, heute zusammen mit Herz der Karten und ZK Phoenix. Und ja, wir machen eine kleine Videoreihe zusammen und starten damit heute auf meinem Kanal und zwar die meistgehassten Decks aller Zeiten oder Decks, die jeder hasst. Könnt ihr euch gerne aussuchen, wie ihr das nennen möchtet. Und auf jeden Fall erstmal vielen Dank an die ganzen Jungs für die Zusammenarbeit, war mega cool, hat mega viel Spaß gemacht und das ist noch nicht das letzte Video dieser Art. Es wird noch ein Video davon auf den Kanal von ZK Phoenix kommen und noch ein weiteres Video auf dem Kanal auch von Herz der Karten. Allerdings nicht alles jetzt auf einmal, sondern nach und nach. Also seid da gespannt. Checkt unbedingt die beiden Kanäle ab, sind direkt oben als allererstes in der Videobeschreibung verlinkt. Unbedingt mal vorbeischauen. Und ansonsten wichtig, wenn ihr Bock habt, in den nächsten Teil zu sehen, lasst uns einfach mal ein Like und einen Kommentar dazu da. Haut ordentlich den Like-Button, was das Zeug hält. Ich denke, wir haben uns ein bisschen müder mitgemacht mit diesem Projekt und ich hoffe, euch wird dieses Video soweit gefallen. Und jetzt würde ich sagen, genug gequatscht, starten wir mit dem Video und auf geht's mit den meistgehassten Decks aller Zeiten. Trickstar. Im Endeffekt macht dieses Deck einfach nur das. Wenn es damit fertig ist, dann kann es tatsächlich auch noch Karten der Hand selber hinzufügen mit der Trickster Light Stage, die unfassbar krass ist und gleichzeitig macht man damit noch mehr. Und zusätzlich hat man dann einfach auch noch, ja, Backrow-Karten des Gegners blockieren. Insane. Und dann kann dieses Deck natürlich noch mit Trickster, Reincarnation und einer weiteren schönen Karte, und zwar Kauz und Schlossvogel, den Gegner seine ganze Hand nehmen. Das sieht dann so aus. Gegner discardet alles. Zack. Und was zieht danach? Gar nix. Was? Trickster und Bur was? Digga, das sind 200, das ist ja ein maximal Funken. Wir reden mal über richtige Burn-Decks. Ja, Robin, erzähl doch mal, was sind so richtige Burn-Strategien? Ja, unter anderem fallen mir halt dann Nurse Burn ein, Chain Burn, Wave Motion Cannon und so weiter, die man halt alles spielt. Auch mit der Mystic Mind jetzt natürlich. Das sind halt alles so Themen, die halt richtig Burn-Schaden drücken und nicht diese lächerlichen 200 Punkte. Aber warum wird Burn eigentlich so gehasst? Also, es sieht doch klar auf Hand. Wir haben gar keine Interaktion mehr. Wenn ich jetzt überlege, beispielsweise früher Nurse Burn, Robin hat super gerne gespielt. Kein Mensch versteht warum. Ich glaube, er Ich hab's selber gehasst. mochte. Ich glaube, er hat einfach diese Interaktion geliebt, wobei ich mich frage, welche Interaktion. So, im Endeffekt war es halt so eine Art FTK, OTK. Er zieht sich durchs gesamte Deck, hat seine tollen Karten wie Try and Guess und so weiter, um dann wirklich, ja, während der Gegner gerade zieht, für 9000 zu burnen oder so und dann das Spiel zu beenden. Also wirklich spaßig und interaktiv ist das Ganze halt null. F steht für Freunde, die was unternehmen. Ihr kennt die Karte Mystic Mind? Ja, und das auch noch gepaart mit einer Wave Motion Cannon etc. pp. Ja, nice. Da kannst du gleich komplett abkacken, weil das macht einfach 0,0 Spaß. Du wirst gestalkt bis zum geht nicht mehr. Du kannst keine Monster-Effekte aktivieren, du kannst nichts machen. Und der Gegner hat eine Wave Motion Cannon, die er noch schützt mit seinen ganzen anderen Karten. Und man darf einfach nichts machen. Stattdessen burnt er dich jede Runde immer weiter runter, beziehungsweise plus hat diese Wave Motion Cannon so lange auf, bis er endlich auf diese 8000 kommt. Dann poppt er die und du hast einfach verloren. Ja, auf jeden Fall richtig groß geschrieben, wenn ich mir überlege, ich spiele gegen Mystic Mind und er spielt dann so Karten, damit er mir irgendwelche Token specialt, wenn ich auf jeden Fall gar keine Monster-Effekte mehr habe, habe ich auf jeden Fall richtig Spaß auf dieses Duell. Aber im Endeffekt ist halt jede Burn-Variante irgendwo auch im FTK, wo wir auch schon beim nächsten Thema wären. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Okay, Freunde, da wir jetzt schon über Burn-Decks gesprochen haben und Burn-Decks, die euch die Hand wegnehmen, wie wäre es, wenn wir jetzt über Burn-Decks sprechen, die euch nicht mal einen Zug zum Spielen geben? FTKs sind im Jahre 2020 absolut nichts Besonderes mehr. Ich meine, allein in den vergangenen Jahren hatten wir Sachen wie Pendulum-FTK, Dark World Danger-FTK, Gemknight-FTK, Slashdraw-FTK und wir haben aktuell sogar den Dragonlink-FTK in unserem Format. Den spielt zwar kaum jemand, seitdem jeder weiß, wie er funktioniert, aber ich meine, komm schon, es war die perfekte Gelegenheit, es zu erwähnen. Und im Grunde genommen sind ja die ganzen Combo-Decks, die 5 bis 47 Negates aufs Board legen, ebenfalls FTK-Decks. Zumindest Pseudo-FTK-Decks. Ich meine, macht es einen großen Unterschied, ob deine Lebenspunkte im ersten Zug auf 0 reduziert werden oder ob der Gegner einfach so ein krasses Board hinlegt, dass du es absolut nicht mehr outen kannst und du danach deine Lebenspunkte in einem Zug verlierst? Das ist mal wieder eins dieser Themen, wovon sich Yu-Gi-Oh!-Spieler grundlos triggern lassen. Aber gut, in der aktuellen Zeit gibt es ja auch einiges, was man gegen FTKs unternehmen kann. Ich meine, in den meisten Fällen reicht es einfach, 20 Handtraps zu spielen. Aber stellt euch mal vor, wir haben das Jahre 2010 und sowas oder sowas oder sowas
existiert noch nicht. Das passierte damals, als Konami sich dachte, wir müssen die Karte Ersatzkröte definitiv ohne Once-Per-Turn-Effekt schreiben. Ich meine, es wird keiner auf die Idee kommen, einfach 20 Frösche vom Deck auf den Friedhof zu legen. Oder? Dass es damals noch keine Hard Once-Per-Turn-Effekte gab. Okay, aber warum ist auf dem Ding nicht mal ein Soft Once-Per-Turn? Ich meine, das war zu der Zeit absolut gang und gäbe. Frog FTK funktionierte in etwa so. Ihr spielt einfach dreimal Ersatzkröte, dazu zweimal Ronin-Kröte, dazu jeden einzelnen Frosch, der zu dem Zeitpunkt existiert hat und noch die Karte Massekanone, die dem Gegner letztendlich Schaden zufügt und dazu so gut wie jede Karte, die euch Karten ziehen lässt. Handzerstörung, Kartenzerstörung, Moräne der Gier. Was ihr damit also macht, ist folgendes. Ihr beschwört einfach Ersatzkröte, dazu ein Austauschfrosch von eurer Hand, der euch die Ronin-Kröte vom Deck auf den Friedhof legt, dazu aktiviert ihr die Karte Massekanone und dann aktiviert ihr den Effekt von Ersatzkröte, um ein Monster als Tribut anzubieten und einen Frosch vom Deck zu beschwören. Und das Ganze macht ihr dann so lange, bis ihr keine Frösche mehr im Deck habt. Anschließend aktiviert ihr den Effekt von Ronin-Kröte, verbannt ein Froschmonster vom Friedhof, um Ronin-Kröte vom Friedhof zu beschwören, opfert sie dann für Massekanone, um dem Gegner 400 Punkte Schaden zuzufügen und das macht ihr dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Aber das Gute daran ist, dass damals wenigstens jeder für 20 Euro ein Metadeck hatte, welches absolut kein Skill erfordert hat. Moment mal, was? Frösche im Ausverkauf? Ich wollte schon immer ein Haustier haben. Ich glaube, ich nenne meinen Mesut Özil. Gambler Dragon? Ne. So, das war es auch schon mit dem ersten Teil dieser kleinen Videoreihe. Ich hoffe, euch hat dieses Video soweit gefallen und der eine oder andere Schmunzler war vielleicht dabei. Wie gesagt, checkt die beiden anderen Kanäle bitte unbedingt ab für die nächsten Teile, die da noch kommen werden. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.